Hallo, hier ist der Dirk Brandt mit einer neuen Folge für unseren Podcast. Heute möchte ich euch die Handpen der Firma Music Store aus Köln vorstellen. Und zwar ist das eine Handpen in der Stimmung D-Moll. Ganz wichtig, ich bin Schlagzeuger und kein Percussionist. Für mich ist es das allererste Mal, dass ich hinter so einer Handpen sitze und muss aber ganz ehrlich gestehen, ich bin völlig begeistert von dem Klang und den Möglichkeiten, die man mit dieser Handpen hat. Ich finde es wirklich, mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Man kann Traumreisen damit machen und ich bin jetzt wirklich eigentlich nicht so ein esoterisch veranlagter Mensch. Aber das Ding gefällt mir außerordentlich gut, dieses coole UFO. Die Handpen wird eigentlich geliefert mit so einem kleinen Beinchen, wo sie draufkommt, dass man sich quasi vor die Handpen hinknien kann. Oder man kann die Handpen natürlich auch auf den Oberschenkeln legen. Aber ich ganz ehrlich bevorzuge meinen Snare-Drum-Ständer. Das funktioniert einwandfrei, super. Und ihr merkt ja selber, ich bin völlig begeistert, weil ich kann dem Ding Töne raus entlocken. Und zwar schöne, sanfte Töne, die ich beim Schlagzeug natürlich auch sanft gestalten kann. Aber ganz ehrlich, sowas nicht. Also es ist wirklich so ein Ding, was wirklich so ein bisschen was Mystisches hat und mich fasziniert es total. Ihr seht schon, ihr habt viele Klangfelder hier an der Zahl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und in der Mitte das sogenannte den Grundton und diese Fläche bezeichnet man auch als Ding. Wenn ich die Handpen mal einmal so in die Hand nehme, seht ihr, dass die auf der Unterseite ein Loch hat, denn das ist quasi unser Resonanzkörper, denn es sind quasi zwei konvexe Hohlräume, die miteinander verbunden sind und diese Felder sind gestimmt. Und nicht wie bei der Steelpen nach innen, sondern ihr seht alle, die haben so eine kleine Wölbung dabei und ist nach außen hin das Ganze. Gespielt wird mit dem Daumen, mit dem Finger, aber eigentlich, und ich glaube, das ist das Ding, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich bin kein Handpen-Spieler, ich habe das Ding zum ersten Mal heute in der Hand und spiele, wie mir meine Hände oder der Schnabel gewachsen ist, wie man so schön sagt. Das heißt, ich benutze es wirklich als Percussion-Instrument und versuche dem Gerät Melodien, Töne zu entlocken. Und das Tolle dabei ist, gerade auch für, ich sage mal, Nicht-Musiker oder auch mit Leuten mit keinem riesigen musiktheoretischen Hintergrund, da alles in sich ineinander gestimmt ist, kann man eigentlich keine falschen Töne spielen. Und das macht den Reiz, glaube ich, der Handpen für so viele Menschen aus. Und ich kann euch nur sagen, probiert es einmal mal aus, weil ich finde es total klasse, was ich mit diesem Ding machen kann. Ich möchte euch zunächst die einzelnen Töne, die einzelnen Tonfelder einmal vorstellen. Jetzt einfach mal immer mal so nacheinander gespielt. Ihr hört, die Töne sind alle perfekt aufeinander abgestimmt. Wollen wir mal ein bisschen Musik mitmachen und wollen wir mal gucken, was damit passiert. Ich hoffe, es gefällt euch und ihr habt Spaß daran, weil mir macht's unfassbar gut Laune. Wie gesagt, noch einmal, ich bin kein Handpen-Spieler. Ich spiele einfach das, was mir so gerade einfällt, was für Melodien ich erzeugen kann oder was für Klänge ich damit erzeugen kann. Weil wer sagt, dass man nicht mit den Fingern, mit dem ganzen Handballen oder auch gemutet, also Töne abdämpft. Einfach lasst eurer Fantasie freien Lauf. Thank you.
Thank you.